Hallo. Chris. Ja. Lebst du noch? Oder wohnst du schon? Nein, ich bin natürlich noch hier. Alter, ey. Link ist übrigens in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Freunde. Minecraft, der Necro läuft hier mal wieder ein bisschen verplant durch die Gegend. Er wollte sich jetzt das ganze Eisen schnappen hier. Nur so ein bisschen ist das ja. Also fast zwei Stacks. Macht sich einfach nochmal zwei. Ja, dieser ganze Berg hier muss noch weg. Brauche ich ein Schwert da unten eigentlich? Ja. Nee, eigentlich brauchen wir kein Schwert. Auf jeden Fall lassen wir gleich erstmal pennen gehen. Bitte. Yes. Also, gleich. Noch nicht ganz dunkel, aber gleich. Nee, ich brauche kein Schwert da unten. Naja, doch, sage ich gar nicht so schlecht, wenn du eins mitnimmst, weil dann kannst du noch ein paar Lohen zum Beispiel auch noch, oder Lohen, ein paar Lohen vernichten. Das übertreibst du aber dann schon, ne? Lohen vernichten ist aber ja, gut. Ja, aber ein Schwert ist noch halb voll, das reicht erstmal. Ich habe keinen Bock jetzt ein Schwert, dann gehe ich wirklich drauf und dann ist das ganze Scheiß da wieder unten. Nehmen wir viel zu viel mit. Das ist auch die Karte hier, kein Mensch braucht eine Karte. Ne, im Nether bringt die sowieso nichts. Ich pack die mal, wo packe ich ihn hier rein? Oh, Penner. Karte, Penner. So, ein bisschen Fleisch habe ich mit. Ich habe ein bisschen Hacke. Das ist auch viel zu viel, Alter. Komm, die lassen wir hier. Ich habe auch einen Schneeball mit, da könnte ich vielleicht ein bisschen das Feuer unten löschen. Irgendwo höre ich den Zombie hier schon wieder. Ah, es ist übrigens dunkel. Ja. Dann gehen wir noch pennen, bevor ich losgehe, dann kannst du bei Sonnenaufgang arbeiten. Ja, warte, ich muss hier kurz ein bisschen Platz schaffen. Ja, das ist gut, und jetzt bauen wir noch ein paar Steinspitzhacken. Chris schafft ein bisschen Platz. So. Erstmal hier das ganze billige Zeug verwerten. Den ganzen scheiß Stein. Ja, moin. Ja, grüß dich. So. So. Auf geht's, dann Freunde. Chris, mach's gut. Ich verschwinde die Busse jetzt hier. Ja, viel Erfolg, ne? Ja. Und bring Glowstone mit. Ich werde es nicht wissen lassen, wenn ich tot bin. Ja, das werde ich ja lesen. Ne? Das ist ja das Gute. Ja, Alter, das ist nicht zu fassen. Chris, ich brauche Hilfe. Was denn jetzt schon wieder, Alter? Direkt. Was heißt direkt? Direkt neben dem... ich bin gespawnt und wurde direkt beschossen von dem Gas. Das heißt, das Tor ist zu. Ja. Du hast kein Fahrzeug mit. Alles klar. So. Das ist ja nicht zu fassen. Ey, du bist echt... Ja, natürlich habe ich kein Feuerzeug mit. Du bist echt. Die Feuerzeug mitnehmen sollen? Du bist echt voll die Tröte, ey. Ey, wie wär's denn? Ja, ey, aber guck mal, ey, das ist doch auch ein mieses Stück Scheiße. Der steht echt direkt daneben, ne? So ein mieses Stück Dreck. Tja. Mussten Pfeil und Bogen mitnehmen. Also. Mal ganz ehrlich, du kannst es von außen ja jetzt nicht anmachen, das Ding, ne? Nee. Weil von außen ist es ja an. Nee. Du kannst aber, nimm einfach einen Pfeil und Bogen mit, und dann schießt du ihm zweimal einen Kopf und dann hat sich das erledigt. Ja, aber ich habe ja jetzt nichts hier. Na, du bist noch unten im Nether, oder was? Ja. Bist wieder hingelaufen. Ich hab den Scheiß gerade wieder geholt. Ja, ich habe den ganzen Scheiß wieder geholt. Außerdem habe ich jetzt einiges an Magma-Creme hier gerade noch wieder organisiert. Das ist ja wieder, was wieder gut ist. Ja, du kriegst diesen Feuerresistenztrank da, ne? Genau. So. Alter, das Nether und ich, wir werden definitiv keine Freunde mehr in diesem Leben. Ja, das ist wohl richtig.
Ja, wir müssen mal gucken. Ich bleibe jetzt erstmal einen Moment hier unten und wenn dieser Kackvogel da nachher wieder weg ist, dann kannst du ja vielleicht mal schnell. Ne, da ist ja auch noch ein Tor, was an ist. Was ist denn das wieder für ein Tor? Ja, geh doch da erstmal rein. Ja, dann nehme ich nur mal Pfeil und Bock, wenn das ist vielleicht gar nicht so dämlich. Wir haben ja 12 Tore. Aus welchem Grund? Wollen auch das Tor ist. Das ist auch gar kein Tor mehr. Alter, ich bin im Keller gespawnt! Oh, nice. Aber das Tor im Nether ist auch gar kein Tor mehr, weil da was von dem Obsidian weggesprengt wurde. Aber es funktioniert trotzdem. Also ich frage mich auch nicht mehr. Ganz ehrlich. Was dieses Nether angeht, frage ich nicht mehr, was da abgeht. Gehen wir mal Pfeil und Bogen hier. Ja, aber nimm nur so ein paar Pfeile mit, ne? Weil wir nicht so viele haben. Ja, ja, ja. Das... 12 Stück oder so, das reicht. Du musst dir nur zweimal den Kopf schießen, dann ist der ewig. Und nimm Feuerzeug mit. Und ein Feuerzeug, ganz genau so ist es. Wo haben wir den Feuerzeug hier gelagert? Bei Penner oder was? Keine Ahnung, kann sein, ja. Werkzeuge, Tools müsste das eigentlich sein. Ne? Stolperdrahthaken haben wir hier auf jeden Fall, das ist auch geil. Ist hier noch ein Fernseher? Ach, das ist eine Uhr. Okay, vielleicht mache ich auch einfach eins, was schneller geht. Wobei, bis ich das wieder gefunden habe, ist auch Weihnachten. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Ne? Bei Necro geht es halt gerade ein bisschen mehr ab. Versucht, ja, ich weiß gar nicht. Stirbt auf jeden Fall gleich wieder, also ist da lustiger. Ich bin hier immer noch das gleiche wie vor 3 Folgen. Ich mache hier alles weg. Damit ich hier unsere Burg bauen kann. Bock auf eine Burg. Das ist gut, das ist gut. In der Burg finde ich ja auch gut. Ja, eine ganz gute Idee. So, Feuerzeug ist gemacht. Das wäre ja gelacht, wenn wir jetzt hier nicht mal ein bisschen abgehen können da unten. Alter, aber es ist doch echt mies, ey. Du, wie gesagt, ich konnte noch nicht mal gehen, kriegst du schon den Feuer auf den Arsch. Oh. Ist halt das Nether, ne? Der Gas ist auch schon wieder erstmal weg, oder was? So. Dann sage ich mal erstmal die Tore wieder an hier. Wir könnten echt mal auch probieren, das Nether mal zurückzusetzen, ne? Ja, vor allem, es sind jetzt auch 4 Tore hier, ne? Es sind jetzt 4. Ja, das rafft doch auch kein Mensch mehr da unten. Ne. Das stimmt, das wäre mal, vielleicht sollte man das wirklich mal, könnte man das mal zurücksetzen. Ich würde das echt mal machen, beim nächsten Mal würde ich das mal machen. Weil jetzt haben wir ja echt hier schon auch einiges. Naja gut, das Nether ist halt auch riesig, ne? Ist ja nochmal genauso groß wie die Welt hier, aber. Aber du musst halt auch immer gucken, dass du am Tor in der Nähe bleibst, irgendwie und so ein Scheiß was. Ja, musst du nicht, aber du findest da halt nicht so gut zurück. Also du musst ja Türmchen bauen, ne? Oder irgendeine Route dir legen mit irgendwelchen Steinen, die es halt da unten nicht gibt, damit du das halt findest, wo du halt hin musst. So wie wir das halt hier in der Welt auch machen. Hm. Dann geht das schon. Aber mir ist es egal, ganz ehrlich gesagt. Ich werde jetzt eh gleich sterben. Ja, das auch. Ich will mich jetzt hier einfach reinbuddeln. Du hast ja gesagt, man kann auch einfach sich reinbuddeln, ne? Macht auch Sinn. Wo rein? Eigentlich bin ich ja der Meinung, dass große Räume besser sind, weil dann kann man halt sehen, wo das Stuff ist. Klar, das ist eigentlich ist das auch schlauer, also. Aber dafür musst du halt auch die Räume erstmal wieder finden. Ja, deswegen musst du auch ein bisschen laufen. Deswegen musst du auch ein bisschen laufen. Ganz genau so ist es, Freunde. So, keine Ahnung, was wir hier gemacht haben. Hier werde ich jetzt erstmal einfach weiter buddeln. Meine, diese Seelen-Sand-Scheiße ist ja auch eigentlich ultra schnell abgebaut hier. Ja, aber das braucht man ja nicht. Im Prinzip ist man hier ratzfatz durch so eine Wand durchgebrochen. Ja, das stimmt. Oh. Aber da kommt jetzt auch ganz schnell Lava. Stimmt, das vergesse ich immer.
Jetzt bin ich auch irgendwo nach unten durchgefallen und weiß schon wieder gar nicht mehr, wo ich bin. Ja. Da sind wir. Das ist das Problem, ne? Ich kann es auch nicht leiden, ganz ehrlich. Also ich... Ich gehe jetzt hier auch schon wieder weg. Also nicht aus dem Nether, aber hier aus der Ecke. Weil das keinen Sinn macht. Wir haben hier echt eigentlich schon in so viele Ecken gegraben. Für mich ist Minecraft ein Spiel, was entspannen soll. Und dann ist sowas wie dieses Nether eigentlich völlig unsinnig. Ja. Unsinnig würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird anstrengend. Ne? Ja, du meinst, du weißt, was ich meine. Vor allem, wenn man halt irgendwie mit Level 30 da reingeht, das ist natürlich dumm. Aber so weit kommst du ja nicht, also von daher. Naja, laber nicht. Schweine labern auch nicht. Ja, hier unten sind wir auch schon gewesen. Ja, wir waren schon voll. Das war schon ein dicker, fetter Gang. Ja, wir waren schon. Also da würde ich, da brauchst du gleich nur buddeln da in der Nähe vom Tor. Ja, wo soll ich denn hingehen, Alter? Alter, keine Ahnung, irgendwo anders, aber da in der Nähe vom Tor brauchst du nichts mehr machen. Ich meine, du hast ja eh keine Level, also kannst du ja auch egal sein, wo du langläufst. Sechs habe ich. Mach dir doch Türmchen, dann weißt du, wo du wieder zurückkommst. Ja. Weil sonst. Ja, da kommt natürlich auch schnell die Lava, da hast du recht, ey, man ist hier, man wird hier ganz schnell unvorsichtig. Ja, das ist halt das Problem. Weil man hier so durch die Gegend wirklich sich durchbrechen kann. Und dann läufst du und quatscht und passt nicht auf und plötzlich kommt die Lava. Ja, da muss man vorsichtig sein, richtig. Und vor allem fängst du hier unten einmal an zu brennen. Bist du dort. Oh, dann sticht er. Ah, das wäre nicht unbedingt, wenn du voll Energie hast. Dann ja nicht zwingend, ne, aber. Also du musst auch volles Futter haben, glaube ich. Apropos volles Futter, ich kann. Ja, aber wie weit man sich hier graben kann, ja, das ist doch schon wieder. Das wird doch. Was ist denn das, Alter? Ich bin jetzt eine Hacke nach vorne gelaufen. Kann nicht sein. Muss man doch irgendwann mal auch in irgendeinem Raum wieder rauskommen. Oh, nicht zwingend, ey. Nether ist halt echt schweinegroß, ne? Wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist fast genauso groß wie die Welt, in der wir spielen. Okay. Und du weißt ja selbst, wie weit man hier laufen kann, ohne dass man überhaupt irgendwas sieht. Überhaupt irgendwas findet, ja, Mann. Das ist ja echt krass, Alter, wie weit ich jetzt hier gerade ausgelaufen bin, das. Da ist ziemlich schön die Spitzhacke kaputt. Ja, das ist nämlich das nächste Problem. Das geht doch so schnell, dass die Spitzhacken kaputt gehen. Und da kommt sie, die Lava. Da kommt sie. Und noch eine Runde. Rückwärts. Ja, nee, die hat mich Gott sei Dank nicht erwischt, aber ich gehe jetzt hier. Das macht keinen Sinn. Ja, obwohl, wenn Lava da ist, das ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Nee, das hat nichts zu sagen, Alter. Hat das nichts zu sagen? Nee, das kann auch mitten drin irgendwo sein. Ja, da kann auch irgendwie. Du kannst einen Lavasee über dir angestochen haben oder was weiß ich. Das kannst du alles vergessen. Eigentlich ist es am besten. Ja, das ist ja nicht so schön, nicht? Da geht es am besten, wenn du nur rumläufst im Nether und einfach nur guckst, wo irgendwas ist. Also gar nicht so großartig buddeln. Ja. Einfach nur in irgendeine Richtung laufen und gucken, ob du da was findest. Alles andere ist, glaube ich, absolut. Das ein Gaszimmer werden. Ja gut, du hast jetzt Pfeil und Bogen mit. Kann ja auch egal sein. Achso, ja, das stimmt. So, Freunde. Tschüss. Nächste Folge geht's weiter mit dem Nico und mit dem Chris. Yes, yes. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.